Okay, komm, meine Folge geht noch. Hi, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Majora's Mask. Immer noch. Im Felsenturmtempel. Noch bin ich nicht wahnsinnig geworden. Mal schauen. An und für sich. Bisher eigentlich fein und ich denke, ich mache mich auch ganz okay. Ich habe halt nur Angst vor den Feen, die ich übersehe. Achso, da war mal der Gang. Ja, ja, aber der ist, glaube ich, jetzt irrelevant geworden. Sage ich jetzt einfach mal. Mana bräuchte ich. Wobei, warte mal. Ist der wirklich irrelevant geworden? Da wird eine Kiste angezeigt. Da muss ich dem doch nochmal gerade auf den Grund gehen. Ich bin nur da rein. Piu. Bitte folgen Sie mir nicht. Dankeschön. Ah ja doch, das war ja diese große Truhe, die man mal gesehen hat an der Decke, ne? Stimmt, das ist der geworden. Ach ja! Ach ja, ach ja, ach ja. Okay, oh Gott, was ist denn hier los? An und für sich können mir die Scheiße hier eigentlich egal sein, ehrlicherweise. Ich frage mich gerade, was in der Kiste drin ist. Karte und Kompass haben wir. Master Schlüssel sieht anders aus. Aber es ist eine gelbe Kiste. Was ist das? Jetzt bin ich gespannt. So, keine Ahnung, drei Rubine. Bitte. Ich wusste, dass es passieren würde. Ich gehe einfach am Rand hier hoch. Wie wär's damit? Wow. Oder bist du doch nur eine kleine Truhe? Bist doch nur eine kleine Truhe. Die sah so groß aus. Aber gut, dann ist auf jeden Fall richtig und wichtig, dass ich hier lang gelaufen bin. Dass ich da nochmal aufmerksam wurde auf diese Karte auf der Map und mich dann erinnert habe. Ach ja. Ach ja. Oh, warte mal, komme ich überhaupt? Warte mal. Ich kann wieder jetzt zurückspringen, I guess. Hui. Sehr schön. Doch mal Mana. Ich hab Mana gesagt, du Schwanz. Ich bin immer so nett. Aha, aha, jetzt sind wir hier. Ja, ja. Da gibt's Sinn. Ach man, ey. Ja, das Gute ist, ich glaube, wir kommen recht gut durch für den Tempel an sich, aber ich werde sowas von Feen übersehen. Davor habe ich Angst, ehrlicherweise. Aber ich will mal kurz hier rein, das finde ich gerade sehr ansprechend hier. Erstmal kurz in die Luft fliegen. Oh, sehr gut. Gut in die Luft geflogen. Okay, das ist irgendwie, das ist nichts scheinbar. Wie ist das passiert? Zwei Truhen sind hier noch drin und ich war jetzt in beiden Richtungen hier drin. Das macht mir Angst, okay? Gut, es sind mehrere Ebenen so. Das kann da noch irgendwo sein, aber... Ich habe keine Ahnung. Irgendwo wird es uns schon irgendwann hinführen. Ach, jetzt bin ich hier drin. Das ist ja auch schön. Ich glaube, die können mich verfluchen, ne? So, schnell raus hier. Mana. Oh, danke. Oh, oh. Oh. Gibt's den Masterschlüssel vielleicht? Was ich mich nur gerade frage... Dracula? Was ich mich nur gerade frage, so... Wo ist überhaupt der Raum? Also, wo ist überhaupt... Wo ist der Boss? Jesus. Who the fuck are you? Das ist wirklich einfach der Tod. Das ist Gomez. Dieser Kampf wird niemals enden, wenn du diese Fledermäuse nicht los wirst. Ich weiß leider nicht, was ich zu tun habe. Genau genommen. Aber dadurch, dass da gerade so viel Mana war, denke ich mal, dass Lichtpfeile helfen gegen Dunkelheit. Ja, Coolio. Ah, okay. Simpel. Ja. Wenn du nicht Beyblade machst mit deinem Sense da. Ich liebe übrigens die Wirbelattacke, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Ja, man kann die auch so killen für allerlei andere Sachen. Hä? Von daher, das war kurz keine gute Wirbelattacke. Weil ich irgendwie noch im Lichtpfeile-Modus scheinbar war. Ups. Oh.
Krieg ganz schön auf die Fresse. Naja, gleich wird er schon sterben. Mann! Danke. Bitte, 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 bitte. Von da kam ich, da will ich also hin. Ich glaube, es ist der Masterschlüssel dahinter. Ja, yep. Das ist gut. Aber mir fehlen halt auch Dinge. Und vor allem weiß ich gar nicht, wo der Bossraum überhaupt ist. Den habe ich auch noch gar nicht gesehen. Naja. Immerhin den schon mal, ne? Ist ja auch nicht so verkehrt. Ups, Mann, ich will auf einmal mit Select die Map öffnen. Bin ich kaputt? Kaputtski im Kopf? Ja, ich war überall, interessanterweise. Ich bin wirklich überfragt, ehrlicherweise. Vor allem, es fehlen noch so viele Truhen. Ja, 4 Truhen. Ne, 5 Truhen. Das ist eine von denen, wird keine Fee beherbergen. Alle da in diesem Bereich. Alle im Anfangsbereich. Das gibt mir wenigstens Hoffnung, dass ich die alle. Ach, da ist ja auch. Da ist ja Totenkopf markiert, ne? Ah, in der anderen Richtung dann wahrscheinlich. Das gibt mir Hoffnung zumindest, dass die Truhen, die mir hier fehlen, ich die wenigstens nach einem Umdrehen relativ fix bekommen kann. Ja. Dann gehe ich halt so raus, auch okay. Alter, was ist denn los? Ich will mit Select immer die Dings öffnen jetzt. Direkt über mir ist eigentlich noch eine Map. Eine Map. Eine Truhe. Oh Mann, nee. Ja, das ist alles blamabel. Das ist blamabel, aber ein bisschen ärgerlich hier alles. Die respawn natürlich, ne? Das ist natürlich scheiße. Ich habe aber noch einen Schlüssel, ne? Was mir auch gerade mal so einfällt. Wo soll mir der eigentlich was bringen? Also generell, ach, keine Ahnung. Generell bin ich noch etwas überfordert jetzt. Jetzt haben wir leider den Punkt erreicht, wo ich nicht mehr so richtig weiß, wo ich jetzt hin soll. Oh! Oh, warte mal. Hier sind ja 2 Türen. Ich glaube, der war ich nicht, ne? Ah, jetzt sind wir... Ah, yo, 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 yo. So, ich weiß nicht so ganz. Ja, ich kann wahrscheinlich... Ich mach mal. Dann dreht er sich so kurz um und ist kurz wahrscheinlich verwirrt, ne? Nee, macht nichts in der Zeit. Aha, leider an der Decke. Aber da kann ich mich hochziehen, theoretisch. Oh, da war ein Schlüssel. Ich hab's genau gesehen. Oh, bitte nicht runterfallen jetzt. Wobei, wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Alter. Momentchen mal. Ich hau mal kurz ab. So. Ja, nun, ne? Ich glaube, es gibt keinen Weg, hier elegant wieder zurückzukommen. Ehrlicherweise. Oder doch irgendwie hier so? Nee. Ne, wie akzeptiere ich das nicht so ganz? Da kann ich jetzt irgendwas machen, so. Der steckt im Boden. Warte mal. Ja, danke, Andi, denn wär's schön, Spiel. Boah, okay. Hat jetzt aber auch nicht so viel gebracht. Aber ich kann mich ja hier schon ranziehen vielleicht, ne? Wenn es nicht zu weit weg ist. Hehe. Ja, okay. Dafür müsste ich jetzt umdrehen. Ja gut, am Anfang eine Truhe umdrehen ist jetzt nicht so dramatisch.
Die sind einfach am Boden hier, ne? Ja, okay. Das heißt, das kann ich sogar recht entspannt machen, wenn ich draußen bin. Aber ich gucke jetzt erstmal hier rein. So einer mal wieder. Hat nicht mehr so viel Mana, ehrlicherweise. Hier ist noch eine Truhe angeblich. Du bist anders als die anderen. Gott, ey. Vielleicht sterbe ich, wie es mir scheint. Okay. Ach so, funktioniert der Spaß. Ja, das ist natürlich ein bisschen. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Mana mehr habe. Jetzt habe ich quasi reingeschissen. Das ist blamabel. Mein jetzt. Oh. Ja, das ist jetzt ein Bummer. Das ist ein richtiger Bummer. Ja, kann ich vergessen jetzt. Ja, gut, da. Ja, warte mal, ich kann da runter. Gleich wieder, ich kann vergessen. Woo. Guter Flipling. Also wirklich. Weh, ist kein Mana drin und streich. Sehr gut. Gut, 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 gut. So, kann ich hier zack machen. Genau, gerade so, ey. Ich bin gleich tot, aber ich habe ein paar Feen noch, also ist nicht so schlimm. Ja, dann werden wir gleich wahrscheinlich zum Boss kommen. Zum... Gerade was gefragt, naja. Gibt es so einen ganzen Bereich, den wir noch gar nicht gesehen haben. Nämlich da, wo die Blöcke im Weg waren und ich durch die Wand den Kristallschalter da aktiviert habe. Och man, das ist falsch. Doch nicht. Ich friere ihn halt damit ein und dann kann ich ihn halt direkt, wenn das Auge auch offen ist, eine geben. Okay, sehr gut. Drop mal Kiste jetzt. Die irgendwo noch sein. Oh, tatsächlich. Voll nett. Noch ein Schlüssel. Ach nee! Ah, ich weiß, was hier drin ist. Jo, 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 jo. Achtung! Die Maske des Giganten erhalten. Einfach mal so eine Maske. Und ja, die brauchen wir beim Boss. Die Kraft eines Riesen schlummert in dieser Maske. Finde würdige Gegner für diese unbändigen Mächte. Okay, das Gute ist, wir haben den Dungeon gemeistert, glaube ich. Ich glaube, direkt dahinter gleich gibt es... Ja, gibt es den Boss. Ein Raum kann ich ja noch. Ja, ich weiß genau, was hier ist, ne? Ich weiß genau, welche Truhe das ist. Das ist die, die ich mit dem Kristallschalter aktiviert habe. Durch die Wand. Genau da, da sieht man ihn. Interessanterweise sind die Blöcke auch jetzt weg. Ja, ich muss halt den kompletten Dungeon nochmal drehen. Ich gehe jetzt nochmal hier rein, vielleicht ist hier noch irgendwas. Ah ja. Okay. I guess. Na naja, gut, wenn ich den Dungeon gleich nochmal drehe, weil wir müssen auf jeden Fall nochmal ein Roundup machen für die Kisten. Sehr doof, aber so ist es halt leider. Hat noch eine Kiste mehr gespawnt quasi, ne? Ne, vier noch. Hä? Achso, ja gut, die eine Kiste war ja das, ne? Ja, dann weiß ich leider Bescheid. Ja gut, müssen wir leider machen. Beziehungsweise, warte mal, da war ja jetzt eh nichts drin. Wie komme ich denn jetzt zum Boss eigentlich? Der ist ja angeblich da. Ah, mehr war da ja auch gerade definitiv nicht. Naja. Dann gehe ich erstmal runter. Kassiere ein. Und drehen wir die ganze Anlage hier, ne? Vielleicht muss ich das auch tun. Um so zum Boss irgendwie irgendwo zu kommen. Keine Ahnung.
Ja, ich wag's mal, das hier von so einer Plattform aus zu machen. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Aber ja, der Dungeon an sich ist tatsächlich eigentlich recht cool und gar nicht so schwer. Also der eine Raum war halt Bullshit, aber nicht wegen Rätseln oder so, sondern einfach weil... jetzt muss ich mir wieder so rüberarbeiten hier. Ach. Naja. Muss halt, ne? Ups. Ich hoffe wirklich nicht, dass ich irgendeine Kiste jetzt in der anderen Richtung übersehen habe. Wahrscheinlich auch, so wie ich mich kenne. Aber eigentlich ja nicht, ich bin ja überall gewesen. Naja. Ist immer klug, die Ocarina danach wegzupacken direkt. Lalalala. Ja, ja, beide bewegen sich. Cool, cool, cool. Ups. Hallo. Danke. Was ich sagen wollte, der Dungeon an sich war eigentlich cool. So, dein Raum war Bullshit und dass man direkt am Anfang halt die Gegner alle in dem Raum killen muss für die Truhe. So, ja, okay, ist halt ein bisschen dumm. Aber abgesehen davon kam ich ja eigentlich recht gut durch, würde ich behaupten. Aber ja, die Kisten sind halt das große Problem an der ganzen Geschichte, ne? Das ist ein Witz. Ich schaff das nicht irgendwie von da aus und so mit so einem. Nee. Nee. Oh. Nein! cooles Face gerade auf jeden Fall. Flop. Ja, Rest der Folge einfach nur hier das fertig machen. Einfach wieder in den Dungeon reinkommen. Nicht, ey. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, ist alles richtig soweit. Okay. Ganz ehrlich? Schaffe ich doch, oder? Meint ihr, das schaffe ich mit einem Rabbit Jump, wie ich es jetzt mal nenne? Ich mach lieber was davor. Es ist so ärgerlich. Moment. Jetzt ist er näher dran. Der steckt nicht mehr da drin. Ja, jetzt reicht's, oder? Ich kann nicht mehr. Stopp. Ach ja. Hey, die letzten 5 Minuten der Folge einfach nur wieder in den Dungeon reinkommen. Ist ja nicht so, ist nicht so leicht. Alter, ich fall da doch was runter. So, sind wir wieder hier. Ist doch herrlich. Können wir zumindest mal die Truhe da unten öffnen. Die geben wir uns noch. Die Hochziehtruhe. Sehr schön. Nummer 12.
Oh, ich werde sowas von runtergefickt hier. Ich höre jetzt auf jeden Fall auf mit dem Spiel. So, ich bin ein bisschen... Es war zu viel heute, weil ich habe extra eine Doppelsession gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt in 2 Tagen Pause wieder in den Tempel gehe, habe ich wieder alles vergessen. Was hier eigentlich los war. Ah ja, jetzt nochmal die Räume abklappern, die halt Truhen beherbergen. Die hier ist gereinigt, ja. Direkt da rechts, angeblich. Hier ist denn das? Also hier ist ja genau der Raum gewesen. Ja, Kacke. Ach nee, nicht Kacke. Das ist tatsächlich die, die auch kopfüber war. Also ja, doch. Da oben drauf oder so ist die. Wie komme ich denn da hin? Ja, ich glaube, die ist da oder hier unter. Ah, da auf dem Boden ist sie, okay. Sehr schön. Na, 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 na. Ja, ja, ist gut. Baby abtauchen. Ja. Mann, verreck. So wie ich gleich, anscheinend. Das ist so lächerlich, ne? Oh, diese Steuerung. Ah! Mama! So, ja. Geh einfach nach Hause. Meine Güte. Ja, danke. 2 Stück nur noch. Irgendwas hat mir übrigens Herzen gegeben. Ich weiß nicht genau was. Ja, dann muss ich mal eben da rein, ne? Für die andere. Das sollte ja jetzt eigentlich problemlos funktionieren. Achso, ja. Wobei, nee, doch, alles gut. Die Kiste ist wieder da, aber das ist nicht schlimm. Hier komme ich ja. Ach Gott, hier muss ich jetzt auch so... Das war auch so hoch. Oh. Okay, ich muss jetzt leider einmal mit... Ne, ich muss jetzt wieder... Zora-Jump machen. Gar keinen Bock. Ja. Es geht, wir haben es gesehen. Und vor allem wüsste ich auch nicht, wie ich sonst hier nochmal langkommen sollte. Ja gut, ich könnte nochmal den langen Weg außen rum gehen. Kann das Spiel aufhören, immer falsche Inputs zu machen? Oder, ja, keine Ahnung. Dass es nicht versteht, was ich eigentlich will. Oh, das ist so schmutzig. Ach, Mann, ey. Ah, ihr wisst ja, welche Kiste das ist, ne? Dankeschön. Das hat halbwegs schnell funktioniert. Ich bin begeistert. So. Oh. Falsche Pfeile. Ja, eine Kiste dann noch oder eine Fee fehlt dann noch. Wenn da jetzt auch eine Fee drin ist, dann muss ja mal aufpassen. Kann auch sein, dass einfach nur ein Zwacken drin ist. Wäre ein bisschen räudig. Aber ich bin zuversichtlich. Aber nett, dass man hier eigentlich die Feenmaske gar nicht braucht, weil eigentlich alle Sachen hier, alle Feen in den Kisten da drin sind. Ja, gut. Eine nur noch. Uah. So, wo ist die letzte? Da. Ups. Ich bin sogar nicht richtig. Ja, da komme ich jetzt natürlich leider nicht mal eben so hingejumpt. Leider. Schön wär's. Aber das scheint mir auch... Es ist ja auch irgendwie der Weg zum Boss. Nee, hä? Okay, ich sehe auch gerade, der Boss-Ding ist gar nicht mehr da. Also, ich muss nochmal drehen für den Boss. Aber gut, ich musste ja sowieso drehen, um hier hinzukommen. Also, alles okay. Hab keine Zeit verschwendet oder so. Wie komme ich denn da jetzt nochmal am besten, am schnellsten hin? Vom Mittelraum aus glaube ich nicht. Nee, aber das so. Ich überlege gerade, da rechts ist angeblich eine Verbindung, aber da ist ja gar keine Verbindung, das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge, das ist vom... Ach, Gottchen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, die Folge ist jetzt ein bisschen lang, aber irgendwie will ich das jetzt noch fertig machen. Es wäre eine Erleichterung auf jeden Fall.
Da war ja nur die Kiste. Sonst war da nichts. Theoretisch könnte ich da rein, nochmal für 20 Rubine, aber... Nee, muss nicht sein. So. Da nach oben. Hier wird eine Tür angezeigt, die hier natürlich nicht ist, aber die ist... auf einer anderen Ebene. Weiter oben, aber da... Alter! Ich raste aus! Ah ja, doch, ich komme da einfach hin, ne? Sehr schön, okay. Ich hoffe jetzt wirklich, die Kiste ist auch wirklich hier. Also im Sinne von da gleich. So, wenn ich da jetzt einmal außen rumgehe. Ist das hier noch gespeichert? Nein, ist nicht mehr. Oder? Der Block ist wieder da. Nein, der Block ist weg. Oh, das Spiel ist so klug manchmal. Aua. Oh nein. Oh nein. Ja, komm, ich mach's noch eben schnell. Jetzt muss ich ja immerhin hier nichts auf Zeit machen. Beziehungsweise das Gleiten habe ich ja jetzt verstanden eigentlich. Ich werde wahrscheinlich trotzdem zweimal runterfallen. Sage ich, prophezei ich. Aber es wäre echt schön, wenn ich das heute noch hinkriegen würde, zumindest die Feen zu haben. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal ein ruhiges Gewissen und kann entspannt schlafen gehen. Heute Nacht. Mit dem Wissen, das hier geschafft zu haben. Jetzt habe ich natürlich reingeschissen, merke ich gerade selber. Genau deswegen. Vielleicht, komm schon! Ich hasse dich, Link. So, erstes Mal runtergefallen. Einmal kommt noch. Ich schau ein bisschen nach rechts. Für den Bogen. So. Oh nein. Ah! Gott, so nah kam ich dem Scheißviech auch noch nicht, glaube ich. Dankeschön. So, ich sehe schon gleich, wie ich zur Truhe komme und sie doch auf den Kopf ist und mir da denke, oh Gott. Kann passieren leider, aber dann ist es halt so. Dann weiß ich es wenigstens. Ne, immer positiv denken und so. Ach, ach, das war, ja, das war ja die hier, stimmt. Die habe ich ja eben erst aktiviert, die kann gar nicht auf dem Kopf sein. Also, doch kann sie schon, aber... Wo ist die gespawnt? Da unten? Einfach da unten? Hier glaube ich nicht. Da ist sie. Sehr schön, okay. Yes! Okay, das hat ja doch besser funktioniert, als ich jemals gedacht hätte. Alter, sind viele Herzen. Okay, Leute, dann mache ich jetzt mal was. Pass mal auf, ich bin nämlich klug. Da war sogar eine Fee. Brauche ich nicht. Ich porte mich raus. Das geht dann, glaube ich, denke ich, ein bisschen schneller. Dann drehe ich den ganzen Laden nochmal, weil anscheinend muss ich ja doch dann in die Richtung dahin. Ich denke mal, das ist dann doch in dem Gang, wo auch eben die Maske irgendwie war. Irgendwo da ist vielleicht doch noch was, keine Ahnung. Weil jetzt wurde ja auch eben der Totenkopf gar nicht mehr angezeigt. Deswegen gehe ich davon aus, dass es dann doch andersrum sein wird. Bom, bom, bom. Ach ja. Reicht der? Warte, der war's. Reicht ja, wenn ich den einen Raum wegmache, zum Glück. Mann! Danke. nein! Ich habe den Stick in die falsche Richtung gedreht. So, ich aktiviere jetzt noch schnell, aber ich denke mal, der Übergang dann... Wobei, nee, danach sind die Plattformen ja direkt richtig, ne? Aber sehr schön, dass ich alle Feen habe. Ach, toll. Ach, toll. Ach, toll. Ey, der Tempel ging insgesamt echt klar. Also, ich habe wirklich erwartet, dass ich häufiger mal verzweifle. Vor allem nach dem Anfang, ne? Der Anfang, der mich ja direkt gefickt hat, muss man ehrlicherweise sagen. Das war ja einfach nur dieses, alle Gegner im Raum besiegen. Was häufiger mal ist bei Zelda... Hätte ich drauf kommen können, gerade weil diese Steinviecher da ja auch in der Lava waren, so schon ein bisschen sass. Aber tatsächlich kam ich nicht drauf. Ja, aber danach, alles fresh. Auch selbst die Feen haben jetzt echt gut geklappt, so im Nachhinein betrachtet. Doch alles richtig gemacht, weil alle, die ich jetzt eben bekommen habe, hätte ich vorher noch gar nicht kriegen können. Von daher, alles geil. Alles geil. So. Ja, nochmal kurz die Map checken. Ja, irgendwie muss ich da jetzt oben hin. Irgendwo da ist der Boss. Bin ich mir dann doch relativ sicher, weil ich weiß nicht, wo sonst hin, ne? Von einer anderen Richtung komme ich da ja, glaube ich, gar nicht hin. Also ja, es muss da sein. Genau, da oben ist ja alles tabu. Da komme ich ja überhaupt nicht hin jetzt. Ist ja keine Verbindung. Gut, kriegen wir beim nächsten Mal schon irgendwie hin.
Also, ne, danke fürs Zusehen und ja, beim nächsten Mal beenden wir den Dungeon. Oh, ist das schön. Also, bis dahin, ne? Ciao!